So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Bomber Crew. Heute machen wir nochmal Normalmissionen und dann in der nächsten Folge geht's erst in die Hauptmission. Dann ohne weiteres Gelaber beginnen wir wie immer sofort mit der Triebwerkfabrik. Dann dieses Mal sollen wir Schützen nachladen und heben dann sofort auch ab. Den Piloten wir immer an der an seinem Sitz nämlich mal festkleben, dass uns da nicht irgendwelche Missgeschicke passieren. Nehmen wir dann aus Versehen den Piloten irgendwo wegnehmen. Fliegen auf dem direkten Weg dahin. Eigentlich normal. Da haben wir auch schon die ersten Gegner dann sofort gefunden. Schon nach, oder zumindest er hier vorne. Und dann sollten wir das Ziel gleich sehen, da ist auch schon aufgetaucht. Kampfgegnerische Jäger dann wieder markieren. Dann unseren Bomber hier vorne runternehmen, Klappe öffnen und unseren Mechaniker nehmen wir dann hier vorne als Schützen mit. Wir haben ja nicht vergessen die Bombe auszuwählen. Dann Abwurf. Dann auch nicht vergessen die Klappe immer sofort zu schließen, denn ja, wenn wir die Klappe offen halten, ist ein gewisser Luftwiderstand da und der verlangsamt unsere Geschwindigkeit nur. Das wollen wir ja nicht. Kampfflieger jetzt erst markieren und dann drehen wir schnell wieder um. Schmeißen wir auch den Turbo rein, dass wir schnell zurückkommen und somit die Jäger dann. Oh, sind schon keine mehr da. Gut. Somit hätten wir dann eigentlich die Jäger abgehangen. Vorher nicht abgehangen, aber werden schneller aus ja, dem gegnerischen Territorium weg gewesen. Deswegen hier auch einmal nachladen, einfach aus Prinzip. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch auf 2-3 Wellen gegnerische Jäger treffen werden. Und so einfach, glaube ich, wird es dann doch nicht. Oder? Okay. Scheint sich dann doch keiner mehr mit uns anlegen zu wollen. Komisch. Na gut, dann wird es höchstwahrscheinlich für diese Mission wohl keine allzu große Entlohnung geben. Thank you.
kehren wir jetzt auch schon wieder zurück zu unserer Heimatbasis. Sanft und erfolgreich gelandet, würde ich dann mal behaupten. Ja, die Entlohnung war dieses Mal, finde ich, nicht allzu groß. Aber bei der Masse an Gegnern, die wir besiegt haben, ist eigentlich normal. Aber dafür kriegen wir neue Fähigkeiten mit unseren Piloten. Und hier vorne kriegen wir, und hier hinten kriegen wir jemanden, der defensiv jetzt schießen kann. So, falls jemand das durchlesen will, kann er dies gerne tun, denn ich skippe jetzt weiter in 3, 2, 1 und weiter. Aber dafür haben wir ordentlich was an Verbesserungen freigeschaltet bekommen. Die wir dann natürlich auch sofort machen. Ja, natürlich eine neue Motorstufe. Ah, ne, nur ein gepanzerter Motor. Okay, ist gut. Neue Stufe Treibstofftanks. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein Stufe 3 Ausrüstungsregal draus. Nehmen wir hier noch ein Medipack mit. Obwohl, hier hinten fehlt es eigentlich noch an einem Feuerlöscher. Nehme ich den mal lieber mit. Und vorher, ne, doch, dann lieber Medipack. Und hier vorne macht man auch noch ein 3er Ausrüstungsregal. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir haben einen Fallschirm zu viel. Dann machen wir hinten auch noch ein zusätzliches Medipack hin. Oder ne, komm, ein Feuerlöscher. Dann soll es jetzt eigentlich passen, ja. Ich find's, ne. Reichen tut's wohl nicht mehr für einen weiteren gepanzerten Rumpf. Ne, okay. Na gut, dann machen wir weiter. Oder wir könnten unseren Flugabwehrjungs eigentlich noch vielleicht bessere Panzerung besorgen gehen. Form von einer mittelschweren Flakfeste. So. Und dann legen wir jetzt los. Sind zwar jetzt ein bisschen langsamer im durch die Gegend laufen und nachladen, aber ja, das sollte schon passen. So, machen wir jetzt die Bremer Panzerfabrik. Durch vorne unseren Bomber bekommt dann demnächst auch noch bessere Panzer. Wäre ja unfair, wenn er keine bekommen will. Muss ja, sitzt ja auch da vorne nicht gerade gut drin. Oder ist auch oft dem gegnerischen Feuer ausgesetzt. Ich glaube, ich hätte auch hier mit eigenen Navigationspunkten fahren, dass wir hier oben über die Küste drüber fliegen und dann erst hinten rein. Und sonst werden wir wohl auf mehr Widerstand treffen, als wir eigentlich brauchen. So, können wir dann ersten Navigationspunkt setzen, dahin. Da treffen wir jetzt auch schon wieder auf die ersten Gegner. Fokusfeuer, dass wir die schnell und effektiv wegmachen. Ist doch gut, hat doch gut geklappt. Da sind sie alle ins Meer reingefallen.
Den wollte ich eigentlich gar nicht da nachladen lassen. Ich wollte ihn hier das Geschütz mal nachladen lassen. Right hier vorne habe ich aber. Das war beabsichtigt, denn der hat ja schon ein ganzes Magazin verbraucht. So, wo befinden wir uns denn jetzt? Sollten eigentlich gleich zurück sein. Zurück sein. Am Ziel auch angekommen sein. In dem sparen wir noch ein bisschen Treibstoff, um dann nachher mit Turbo schneller wieder daraus zu kommen. So, dann nähern wir uns jetzt langsam aber sicher der Küste, dass wir gleich reinziehen können. Wenn wir dann gleich auf der Höhe vom Ziel sind, dann werde ich reinziehen. Weil wir das eigentlich auch jetzt schon mal machen können. So. Und los geht's. Dann bin ich jetzt mal gespannt, auf welchen Widerstand wir hier treffen werden. Da haben wir schon die ersten. Hier sind wir jetzt schnell runtergekommen. Ach du Scheiße. Hier sind wir nah dran. Es wird jetzt hier nicht ganz einfach werden. Wenn wir jetzt vor uns noch mehr Gegner haben. Nach ihnen hätte ich natürlich schon längst nachladen lassen können. Hab's leider verplant. Defensiv die generischen Jäger schnell einfach ein bisschen auf Distanz halten, dass wir hier
dass wir uns hier vorne ein bisschen Luft schaffen können. Mal was treffen würden. Das würde mich schon ein bisschen freuen. Auch wenn die zwar vielleicht noch keinen wichtigen Teil hier getroffen haben von unserem Flugzeug. Aber egal, irgendwann macht der Rumpf das auch nicht mehr mit. Ah, jetzt liegt es schon mal 3 Stück weg. Wieder runter, denn kam gerade von unserem Kommandanten gesagt, dass wir eine verdächtige Anlage in Belgien fotografieren sollen. Das machen wir natürlich auch. Der kann mal nachladen gehen und dann machen wir gleich schnell das Foto. Da haben wir noch mehr Kampfflieger gefunden. Das hat mir aber stark jetzt nach einer V1-Abschussrampe ausgesehen. Du, hier gehen wir schnell nur nachladen. Irgendwie komisch, auf einmal treffen die Schützen dann relativ viele Flugzeuge und dann am Anfang irgendwie nicht so. Blöd. Können wir den jetzt eigentlich wieder nach vorne setzen, da ich kaum glaube, dass wir jetzt noch irgendwelche Gegner hier finden werden, so nah an der englischen Küste. Na, so praktisch fällt dann jetzt glücklicherweise jetzt erst was auf, aus, nachdem wir wieder zurück über unserem eigenen Territorium sind. Hier die Landebahn anfliegt. Okay, gut. Haben wir dann doch die Landebahn relativ krumm hier angeflogen. Okay, komisch. Aber egal. Ja, hier gibt es immerhin mehr XP für. Wobei, und jetzt nicht so die krasse Menge an Credits. Auch wieder ein bisschen enttäuscht hier von der Credit- und XP-Ausbeute. Wir haben Kaliber 50 freigeschaltet, Geschütztürme. Ich glaube, so einen werde ich dann jetzt auch reinbauen. Hier oben. Weniger Gurtkapazität, aber dafür mehr Schaden und leichter. Genauso wie am Bauchgeschützturm. Genau das gleiche. Okay, gut, kann ich mir da nicht leisten. Und hier hinten lasse ich den mit Munitionsführung dann auch drin. Panzerten Rumpf, glaube ich, könnten wir aber noch mitnehmen, ja. Das mache ich dann auch. So, gut. Okay, gut. Dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo dalassen. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.